Hallo Leute, willkommen beim Sims 4 Kendra Let's Play. Kendra will die Abenteuer der Sims-Welt kennenlernen. Dies ist Teil 71. Alle schlafen ganz friedlich und morgen ist ein Schultag. Darum muss ich hier ein bisschen aufpassen, dass die nicht zu lange schlafen. Aber jetzt kann ich das auch mal durchrauschen lassen. Weil es ist erst 4.20 Uhr. Ja, jetzt ist es... Na, da ist schon eine aufgewacht. Oder was ist hier los? Ah, da ruft jemand an. Aber doch nicht um die Zeit. Ach so, im Club soll eine Party steigen. Nee, 20 nach 4 geht ja irgendwie gar nicht. Aber Kendra müsste eigentlich auch mal für kleine Mädchen. Dann lasse ich sie doch mal gehen. Ach so, die hat jetzt ja eigentlich da oben eine eigene Toilette. Nun ja. Ich hoffe, ich denke das nächste Mal dran. Und dann, sie ist eigentlich auch ausgeschlafen. Tja, dann könnte ich sie danach eigentlich frühstücken lassen, beziehungsweise die soll vielleicht einfach mal Frühstück für alle kochen. So, hier... Zurzeit stehe ich so auf arme Ritter. Vielleicht sollte ich das auch mal in echt kochen. Die Sims essen das immer sehr gern. Und wenn ich das so sehe, sieht das immer so lecker aus. Gut. Ja, ja, so langsam wird es immer später. Ach, jetzt ist die Toilette kaputt. Die ersetze ich mal. Irgendjemand lacht da so niedlich im Schlaf. Gucken wir mal, was die Kinder so machen. Jo. Oh, wow, wow. Da ist jemand ausgeschlafen und muss mal ganz dringend alles Mögliche. Geh du einfach mal auf die Toilette. Bis du fertig bist, ist die Mama vielleicht auch mit dem Kochen fertig. Ja. Und die Judy... Kriegt langsam auch Hunger, ist relativ ausgeschlafen. Die lasse ich vielleicht mal erst den Tisch decken. Wie viel, brauchen wir nicht mehr Sitzplätze am Tisch? Stopp. Ja, brauchen wir. Also jetzt sind sie 6, okay. Und sie werden aber... nochmal Kleinkinder kriegen. Ich kann also schlecht hier jetzt die einfach ersetzen. Wäre besser, wenn ich einen größeren Tisch kaufe. Ja, jetzt muss es ja auch nicht mehr so extrem elternfreudenmäßig sein. Gucken wir mal. Einen großen Tisch. Hier bei dem Fitnesspack gibt es ja einen schicken großen Tisch, aber der ist mir irgendwie zu... Ich weiß nicht, zu modern für diese Art von Familie. Erstmal brauche ich, glaube ich, hier mein Bau-Cheat-Testing. Cheat-Room. BB.MoveObjects. Jawohl, jetzt ist er an. Also, ich stelle ihn mal hierher. So, der ist schon schick. Aber der passt überhaupt nicht zum Stil der Familie, finde ich. Dann, ja, schlicht. Wie ist denn der? Der würde ganz gut passen, würde ich sagen. Und dieser hier, der sieht schon auch groß aus. Oh, der ist so ein bisschen... Wie wäre denn der in Blau? Ich guck mal die Farben durch. So, nee, hier mache ich das so. Hm, das gefällt mir ganz gut. Den hatte ich auch noch nie. Ich nehme mal den. Einfach mal so testweise, ob der mir dann auch beim Spielen gefällt und so. Und dann kann ich auch die gleichen Stühle behalten, weil ich finde, die passen so halbwegs dazu. So. Ja, die können wir hier gleich mal dran setzen. So, komm, du auch.
Und dann kommt der Tisch da weg. Ah, das Haus wird ganz schön voll, wenn ich da nochmal zwei Kinder kriege. Oder eins würde ja auch reichen, aber... Ja, eins würde auch reichen. Also, der Plan ist ja, dass ich für dieses geplante Kleinkinderpack nochmal die Kendra schwanger werden lasse. So, okay. Sehr schön, das passt doch jetzt zur neuen Familie. Denn dann kann die Judy, es ist kurz vor sechs, ja, die darf jetzt ruhig mal aufstehen und soll einfach erstmal den Tisch decken für eine ungezwungene Location und wir nehmen mal Rot als Kontrast zu der blauen Tischfarbe. Oh, diesen Tisch, den muss ich echt im Auge behalten. Ja, und du, mein Sohn. Ja, der wird jetzt gleich sehr hungrig sein. Judy, beeil dich mal mit dem Tischdecken. Denn sonst kommt dein Bruder und setzt sich schon an den ungedeckten Tisch. Ja, sehr gut. Mal gucken, vielleicht setzt er sich dann ja... Ja, da kommen sie alle. Sehr gut, sehr gut. Wunderbar, ich könnte das Essen eigentlich auch auf den Tisch stellen. So. Und dann soll die Kendra mal zum Essen rufen. Ich hoffe, dass die sich dann nicht doppelt nehmen. Judy, du hättest hier auch was von den armen Rittern. Sehr schön, sie stellt es wieder in den Kühlschrank und holt sich was von den armen Rittern. Wunderbar. Na, das klappt doch prima. Was hat denn die jetzt für Charakterwerte? Okay. Manieren halbwegs, Empathie, so lala. Nur die Verantwortung, die ist schon gut. Jo. Oh, und die Mia. Ja, aber die darf ja auch machen, was sie will, mehr oder weniger. Sie sollte natürlich mal duschen, bevor sie in die Schule geht. Gut, dann warte ich, bis sie satt ist und schick sie nochmal unter die Dusche. Ja, okay. Jetzt ist die Stundenmeldung, dann geh du mal duschen. Okay. Ja, das, die armen Ritter kommen mal in den Kühlschrank. So. Und Penny, wie sieht es bei dir aus? Ja, fast fertig gegessen. Die braucht auch nicht viel. Wunderbar. Ja, was machen wir mit denen eigentlich so zielmäßig? Ja, ich könnte ja einfach mal ein bisschen an deren Bestreben arbeiten. Und natürlich eine möglichst gute Schulnote. Ja. Oh. Aber nicht forciert, sondern... Ja. Das... Die Hauptarbeit liegt jetzt bei der armen Judy. Und da habe ich jetzt ein ähnliches Problem mit der Judy wie mit dem Harvey bei der 100-Baby-Challenge. Das ist nämlich gar nicht so einfach, diese Charakterwerte für... Oh, warte mal, die Judy, die muss auf die Toilette. Na, da wird sie in der Schule aber Probleme kriegen. Naja, da ist eine Toilette in der Schule. So, geht mal ihr alle zur Schule. Ja. So. Ja, wie brav sie alle gehen. Das ist doch toll. Also, hier, die Charakterwerte für Empathie und Manieren sind nämlich schwer hochzukriegen. Und die für Konfliktlösung und emotionale Kontrolle noch viel schwerer. Und weil es da einfach nicht so viele Gelegenheiten gibt. Und ich werde die Judy also... sich mal mit dieser Puppe, mit
Puppendoktor spielen lassen und für jede Mahlzeit Tisch decken und sowas. Und nun ja, vielleicht kann die Kendra auch noch mal ihr beibringen, bitte und danke zu sagen oder sowas. Aber jetzt, meine liebe Kendra, gehst du einfach mal dich um den Garten kümmern. So, Garten pflegen und alles ernten und noch ein bisschen weiterentwickeln. Das ist doch immer praktisch, wenn die Kids in der Schule sind, dann kann man sich um das wichtige Geld verdienen kümmern. So. Okay. Jawohl. Makellos ist schon mal ganz gut. Das geht schon in Richtung perfekt. Und David, du könntest mal das verkaufen. Der muss schon noch ein bisschen lernen. Das hat bestimmt die Mia gemalt. Mal doch mal ein impressionistisches großes Gemälde und ein realistisches großes Gemälde und ein. Probier dich doch auch mal an einem abstrakten Gemälde. Na, er ist inspiriert und das ist gut. Und jetzt können wir die einfach mal ein bisschen beschleunigen. Eine Geburtstagseinladung. Ach, das ist die Sache mit der Einladung. Okay, die findet sie dann in ihrem Schrank oder so. Oh, krank vor Sorge. Ein Test steht an und Julie ist sehr nervös. Tief durchatmen. Mal gucken. Ja, es wirkt. Okay. Es hat geholfen. Ach, schon wieder was. Weiterlaufen. Bei so vielen Kindern kriegt man dann viele Fragen. Ja. So, Judy. Naja, die ist ja schon lange Einser-Grundschülerin. Ich lasse die jetzt auch erstmal noch nicht altern, weil dieses Doktorspielen, was für die Empathie so wichtig ist, das kann man nur als Kind und nicht als Teenie. Aber was ich probieren werde mit der Mia, dann habe ich endlich mit der auch mal was zu tun, wie ich die Manieren bei der Mia hochkriege, um zu sehen, ob man das auch als Teenie machen kann. Denn in der 100 Baby Challenge habe ich gerade keinen Teenie, um das zu probieren. Und ich will wissen, wann es Sinn macht, den Harvey altern zu lassen. Und natürlich will ich auch wissen, wann es Sinn macht, die Judy altern zu lassen. Ah, gut. Also weiter geht's. Zacki, zacki, Leute. Arbeitet mal schön fleißig. Und dann kommen auch hoffentlich bald die Kinder wieder aus der Schule. Ja. Hey, ihr sollt hier jetzt schnell machen. Ja, zacki, zacki, zacki. Wunderbar. Ich mach mal einen Screenshot von der Alltagsarbeit. Ja, und jetzt kommt ja bald August. Und ich habe ja so in der Planung, dass ich spätestens Anfang August die Kendra noch mal schwanger werden lasse. Und ja, heute, wo ich das drehe, ist der 29. Ich werde mir in den nächsten 10 Minuten noch überlegen, ob ich sie gleich schon in der nächsten Folge schwanger werden lasse. Denn die würde dann wahrscheinlich schon im Anfang August kommen. Oder ob ich noch eine Episode warte. Muss ich mal sehen. Ich will ja auch nicht zu lange dann schon neue Babys und Kleinkinder im Haus haben. Vielleicht kommt das ja erst im September, das Kleinkinderpack. So, jetzt sind sie gleich mit der Schule fertig. Okay. Ah, hier kann ich vielleicht der Kendra noch Arbeit geben. Soll Penny den Klassenkameraden Hendrik zu sich einladen? Aber gerne.
So, gibt's da noch mehr? Anscheinend gibt's da nicht noch mehr zu optimieren. Ja, Kinders, Leute, wunderbar. Die Mia braucht dringend Spaß. Die soll sich den erst mal holen. Und die Judy... Ja, die holt sich den Spaß schon. Die braucht eigentlich jetzt keine Hausaufgaben machen, weil die sowieso so gut ist. Die lasse ich jetzt mal hier mehrfach Doktor spielen. So. Doktor spielen. Doktor spielen. Doktor spielen. Fünfmal oder so. Und dann gucke ich mal, ob man hier Prozentwerte sehen kann. Schule ist doof. Du brauchst einen Abschluss, um erfolgreich zu sein. Ah ja, das fördert schon mal ihre Manieren. Das ist gut. Mal gucken, wie stark. Nicht so stark. Okay. So, dann gibt es leider keine Prozentwerte. Aber sagen wir mal so, es ist so etwas mehr als die Hälfte zu diesem, wo es dann anfängt zu zählen. Ja, und Mia ist so gut in der Schule, dass ich sie morgen faulenzen lassen kann. Und für die Kleinen, den stelle ich mal die... Sie haben wohl Schulprojekte mitgebracht. Tja, lasse ich die erst Schulprojekte machen? Und dann Hausaufgaben? Ach, sie sitzt hier jetzt schon so schön am Tisch. Komm mal. Weißt du was? Das stellen wir dir mal auf den Tisch, die Hausaufgaben. Warum geht das gerade nicht? Sonst sind die eigentlich immer gut geeignet für Hausaufgaben. Na dann halt nicht. Mach doch einfach mal die Hausaufgaben. Machen wir kein großes Theater. Ja. Und der... Nico, dem lege ich die Hausaufgaben mal hier auf den Familientisch. Hausaufgaben mit links erledigen. Gut. Ah. Die Mia soll mal hier aufräumen. Und ich gucke jetzt mal, wie das ihre Charakterwerte beeinflusst. Oh, sie macht hier erst Hilfe bei den Hausaufgaben. Von selber. Gut. Okay. Ah, kurz steigen die Manieren an. Aber nur unwesentlich. Okay, Judy spielt fleißig Doktor. Ja, es steigt. Vielleicht lasse ich sie noch... Ah, sie kriegt dann auch Hunger. Ich denke mal, dann reichen die noch zweimal Doktorspielungen. Und ich sehe gerade, wir sind hier jetzt auch schon ziemlich weit fortgeschritten mit dieser Episode. So, ich glaube, die hatte ich kürzlich schon mal. Doktor spielend als Screenshot. Wie süß. Aber ich liebe das irgendwie. Gut, also, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.